Wir stecken gerade in einer ganz interessanten Zwischenphase in Bezug auf die Organisationsentwicklung. Und was ich genau damit meine und warum das für dich wichtig ist, das erfährst du heute. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst und dann verpasst du auch keins meiner Videos mehr. Ja, wir sind in einer Zwischenphase. Wie meine ich das? Naja, Corona ist immer noch da. Aber es ist natürlich nicht mehr so präsent, wie es Ende März, Anfang April und auch im Mai war, in der Zeit des Lockdowns. Und in vielen Organisationen spielt sich jetzt Folgendes ab. Es gab erstmal so eine Art kurze Schockstarre, dann wurde alles Mögliche möglich gemacht, digitalisiert, Meetings wurden online abgehalten, die Leute sind ins Homeoffice geströmt, haben sich irgendwie organisiert. Ja, und jetzt findet so eine Art Rückkehr zu nicht dem, was wir vorher hatten, statt, sondern es findet sich gerade so eine neue Normalität. Und bei vielen führt das auch dazu, dass so ein Gefühl da ist, oh, jetzt möchte ich aber wieder zurück zu dem, wie es vorher war. Und dabei geht etwas Wichtiges verloren, nämlich so dieser Geist des, ich überwinde jetzt mal alle Hürden, ich arbeite jetzt mal ganz anders als sonst. Und jetzt verfallen wir wieder so ein bisschen in alte Muster. Es kann zum Beispiel sein, das habe ich in einer Organisation genauso erlebt, dass in der Krisenzeit, wo die Dinge Schlag auf Schlag kamen, da waren auf einmal Abteilungsgrenzen gar nicht mehr wichtig. Man hat sich einfach gegenseitig geholfen. Man hat von da nach da telefoniert. Und jetzt kommt wieder so eine Mentalität daher, ja, das ist jetzt eigentlich nicht mein Zuständigkeitsbereich. Das kann jetzt mal jemand anders machen. Und wenn du das bei dir in der Organisation erlebst, dann ist jetzt der Moment, dagegen anzugehen. Denn es wäre doch schade, wenn wir dieses besondere Engagement und diese Bereitschaft, über Grenzen hinwegzudenken, ja, wenn wir das jetzt einfach verpuffen lassen und nicht weiter nutzen. Es ist jetzt der Moment, darüber nachzudenken, was war in Corona eigentlich wirklich gut? Wo sind wir eigentlich über uns hinausgewachsen? Und wie können wir das in die Zukunft retten? Ich will noch gar nicht sagen in die Zeit nach Corona, denn wer weiß, wann das sein wird. Aber es einfach jetzt schon zu retten und zu sagen, das war wichtig, das war unglaublich wertvoll und das möchten wir beibehalten. Dafür ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Denk mal für dich nach, vielleicht für dein Team, für deine Abteilung. Was ist uns in der Corona-Zeit gelungen, was wir sonst vielleicht nicht geschafft hätten und wie können wir das für die zukünftige Zusammenarbeit, für das, was wir tun, bewahren. Mit diesem Gedanken möchte ich dich heute in den Tag schicken und ich freue mich, wenn du wiederkommst und wenn du weitere Videos von mir anschaust. Auf diesem Kanal sind schon über 150 Stück online. Stöber gerne ein bisschen durch und natürlich freue ich mich, wenn du meine Videos abonnierst. Ich bin Stefanie Voss, Speaker, Coach und auch Weltumseglerin. Und deswegen lautet mein Motto immer, halte das Steuer für dich fest in der Hand. Genau das macht dich zum Leader on my ship. Bis bald.